Ein Südtiroler Betrieb, der ein nicht gendergerechtes Inserat in der Zeitung geschaltet hat, ein Stellenangebot angeboten hat, nicht gegendert hat, 3.333,33 Euro Strafe diesbezüglich bezahlt hat. Das wird als Straftat dargestellt, weil er nicht gegendert hat. Steht das in einem Verhältnis mit einem Wohnungseinbruch, der uns am Tag mehr gekostet hat, Verhandlung mehr gekostet hat? Felix, und davon von Wohlgemut sind die Leute müde, ja, dass wir, ja, und dass die Wahrheit ist, ja, neben dem, was Sie, ja, gesagt haben, noch zusätzlich, gut, lassen wir Felix Richter, von Wohlgemut darauf dass antworten, wir Richter bitte haben, die gut eine Kuscheljustiz praktizieren. Es stimmt, die Kompetenzen, die wir zum einen nicht wahrnehmen, zum anderen bei den Sicherheitskräften haben wir nicht wirklich richtig, die Zuständigkeit. Richtig, dafür ist der Staat Italien und zuständig. Und da wäre es höchst an der Zeit, dass man mit den entsprechenden Herren ein Gespräch einmal führt, ob es nicht möglich wäre, gut, dass man bestehende Ressourcen, die wir in Südtirol haben, anderweitig einsetzen. Denn ich glaube nicht, wenn Gemeinden, wo wir wissen, die besonders schwer getroffen sind, die unterbesetzt sind mit Karabinieri-Beamten, dass gut wir es uns dann leisten können, über 90 Karabinieri-Beamte auf unsere Skipisten zu schicken. Und ich habe hier, darf ich das ganz eine kurz in die Kamera halten? Von 2010 bis 2019. 2010 hat man davon gesprochen, dass 1,3 Einbrüche pro Tag gemeldet wurden. Es hat dann 2014 einen Ausschlag gegeben. 2019 reden wir von 3,4 Einbrüchen pro Tag. Also man kann fast von einer Verdreifachung sprechen. Diese Verniedlichung fast, wie mit Sorgen von Bürgern umgegangen wird und auch von Seiten der Sicherheitskräfte, ist in meinen Augen kontraproduktiv. Deswegen hat sich der Landtag ja mit einem Antrag von uns Freiheitlichen befasst, der 3 Jahre jetzt auf die Umsetzung wartet, nämlich einer Sicherheitskonferenz, wo alle Akteure der Sicherheit von Gemeinde, Landes-, Staatsebene kommen, dass wir Experten anhören, wo alles ganz klar auf den Tisch gelegt wird und wo Südtirol dann abwägen muss, wo haben wir die optimalen Kompetenzen, wie kann man Sicherheitskräfte bestmöglichst organisieren, Ressourcen bestmöglichst verwenden, ja, denn es, ja, muss Aufgabe der Politik sein, kurzfristig, mittelfristig, langfristige Maßnahmen zu setzen, bestmöglich zu agieren, dass wir, gut, die Situation verbessern. Ich sage, Bürgerwehren ersetzen nicht konsequente Polizeiarbeit. Bürgerwehren, ich habe Verständnis, dass Menschen das andenken. Ich glaube, solange sich jemand im Rahmen des Rechtes bewegt, ist es auch ein gutes Recht eines jeden Bürgers, wachsam zu sein. Selbstjustiz auf keinen Fall. Und ich gehöre zu jenen, die sich wirklich ganz oft den Mund dusselig reden auch und Bürger davor warne. Denn sie haben keine Handhabe. Und es kommt noch etwas dazu. Ganz kurz noch bitte. Der Bürger müsste die Garantie haben, dass in unmittelbar kürzester Zeit ein Einsatzwagen vor Ort ist. Und das kann nicht gewährleistet werden. Was tut die Questur, was tun Carabinieri? Die gehen nur den wirklich getätigten Anzeigen nach. Mhm. Die Dunkelziffer ist eine viel höhere. Wie viele Südtiroler machen sich nicht einmal mehr die Mühe, eine Anzeige zu machen, weil sie sagen, ich habe keine Lust und keine Zeit, 2, 3 Stunden irgendwo zu sitzen, bis dann jemand vielleicht meine Muttersprache spricht, für etwas, wo die Aufklärungsquote gleich null ist. Fahrraddiebstahl, ein ganz gutes Beispiel. Wie viele Fahrräder kommen effektiv zurück? Die Freiheitlichen haben in der Vergangenheit auch immer wieder eine Landespolizei gefordert. Ja, das würde natürlich bedeuten, dass Südtirol die Kompetenzen in der Hand hat, dass Südtirol natürlich dann auch selbst das Geld in der Hand hat, selbst darüber bestimmt, wie finanziell stark die Polizei auszustatten ist. Und wir haben das Problem, dass sich viele Südtiroler mit dem italienischen Staat nicht identifizieren. Natürlich auch von dieser Seite Personalmangel ist. Eine Landespolizei würde bedeuten, dass das Problem Zweisprachigkeit, Proporz und so weiter wegfallen würden. Und wir hätten es mit Leuten zu tun, die Südtirol kennen.